Stefan Habert, seit 2 Jahren bereits Verfassungsrichter, und heute wird er sozusagen an die Spitze dieses höchsten deutschen Verfassungsorgans rücken. Im Hintergrund sehen Sie bereits das Live-Bild aus dem Schloss Bellevue, wo in wenigen Sekunden der Bundespräsident erwartet wird. Professor Bernhard Kempen, Staats- und Völkerrechtler der Uni Köln, ist bei mir im Studio, wird in den nächsten 75 Minuten diese kleine Zeremonie mit uns ein bisschen kommentieren. Wir haben es gerade schon im Beitrag gehört. Dieser Wechsel heute ist zunächst ein durch und durch politischer Vorgang, denn die Parteien haben Vorschlagsrechte. Das klingt ein bisschen nach, naja, politischem Ränkespiel. Da wird viel hinter den Kulissen ausbaldowert. Aber in dem Moment, wo jemand zum Bundesverfassungsrichter ernannt ist, ist der politische Einfluss gleich null? Ist der politische Einfluss gleich null? Tatsächlich können wir in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts keinen einzigen Fall nachweisen, in dem irgendein politischer Einfluss erkennbar wäre. Man kann fast sagen, die Richter geben an der Garderobe ihre parteipolitische Herkunft oder den parteipolitischen Vorschlag, oft sind sie ja gar nicht Parteimitglieder oder haben eine Parteifunktion, den geben sie an der Garderobe ab und werden dann und wirken dann in größter Unabhängigkeit. Als Andreas Voskuhle Präsident des Bundesverfassungsgerichts wurde, 2010 war er erst 46 Jahre alt und damit der jüngste Präsident dieses Gerichts, ein Rekord, den auch sein Nachfolger heute nicht brechen wird, denn Stefan Habert ist bereits 48 Jahre alt. Als was für ein Vorsitzender dieses höchsten deutschen Gerichts wird Ihnen Andreas Voskuhle in Erinnerung bleiben? Ja, er hat schon Spuren hinterlassen, und zwar sowohl in der Art und Weise, wie er Verhandlungen führt, nämlich in einer sehr dialogischen Form, in einer geradezu wissenschaftlichen Form. Das ist sehr wohltuend und führt, glaube ich, auch sehr zur Akzeptanz der Entscheidungen des Gerichts bei, aber auch in einer gewissen Stringenz und Konsequenz in seiner, gerade in den europarechtlichen Entscheidungen des Zweiten Senats. Also ich glaube, da hat er schon Spuren hinterlassen, und da wird man auch in Zukunft sich noch gerne und oft an ihn erinnern. Schauen wir mal auf die Hochaden des heutigen Tages. Andreas Voskuhle ist nicht nur scheidender Präsident, er verlässt mit dem heutigen Tag auch das Bundesverfassungsgericht, dem er 12 Jahre angehört hat. Stefan Habert also rückt nach als Präsident. Doris König wird Vizepräsidentin. Und es gibt eine ganz neue Verfassungsrichterin, die heute auch im Laufe dieser Zeremonie vereidigt werden wird. Astrid Weil-Rabenstein. Wer ist diese Rechtsprofessorin? Das ist eine angesehene Rechtsprofessorin aus Frankfurt, die sich insbesondere im Bereich des Sozialrechts hervorgetan hat, eine Öffentlichrechtlerin. Ich glaube, dass sie dem Zweiten Senat guttun wird. Das ist eine ausgezeichnete Professorin, und wir alle haben da große Erwartungen. Das heißt aber auch, dass der Frauenanteil sich mit dem heutigen Tag ein bisschen verbessert von, ich glaube, 43%. Dann müssten es fast 50% sein. Das wäre in der Tat der höchste Frauenanteil, der jemals auf diesen beiden Richterbänken gesessen hat. Haben Sie das Gefühl, dass dieser höhere Frauenanteil, der in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, auch die Rechtsprechung in einer Weise beeinflusst hat? Ach, das ist schwer zu sagen. Aber ich bin schon der Meinung, dass es höchst erfreulich ist, dass wir jetzt im Zweiten Senat einen so hohen Frauenanteil haben. Das hat ja auch Vorbildfunktion für andere außergerichtliche Institutionen. Also ich glaube schon, dass das gut ist, dass das ein sehr, sehr, sehr gut überlegter Schritt ist, hier eine weitere Frau in einen Senat zu bringen. Schauen wir noch kurz, denn wir sehen das Live-Bild im Hintergrund, liebe Zuschauer. Noch tut sich nichts. Die Reihen sind zwar gut gefüllt, aber die Protagonisten, die in der ersten Reihe Platz nehmen werden, deren Plätze sind nach wie vor frei. Also haben wir noch einen Moment Zeit, um auf den neuen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts zu schauen. Wenn man so will, Stefan Habert wird einer der mächtigsten Männer dieser Republik, denn den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts aus Karlsruhe kann sich niemand entziehen. Ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter, davor Wirtschaftsanwalt. Zwei Funktionen, an denen sich auch Kritik entzündet. Ja, Herr Habert hat da viel Kritik erfahren müssen, nachdem er gewählt wurde. Ihm wurde vorgeworfen, dass er sozusagen zu politiknah ist. Ihm wird vorgeworfen, dass er als Anwalt für Volkswagen tätig war, was aber nicht ganz stimmt. Er war in der Kanzlei, die Volkswagen vertreten hat, aber er war selber nicht mit den Vorgängen befasst. Ich sag mal so, ja, das ist eine Kritik, die nicht ganz unberechtigt ist, natürlich. Aber man muss schon sehen, ihm wird auf der anderen Seite bescheinigt, dass er ein ausgezeichneter Jurist ist, auch ein ausgezeichneter Verfassungsjurist ist, und in seiner bisherigen Amtszeit am Bundesverfassungsgericht ist überhaupt nichts erkennbar, was irgendwie Zweifel an seiner Amtsausübung hochkommen lassen könnte. Also ich denke, man sollte da gelassen drauf schauen und voller Erwartung sein, wie er sein neues Amt als Präsident des Gerichts bekleiden wird.
Aber es ist schon denkbar, dass Stefan Habert als früherer Bundestagsabgeordneter und künftiger Präsident des Verfassungsgerichts auch über Gesetze mit urteilen und entscheiden muss, sie auf die Verfassungskonformität hin überprüfen muss, an denen er als Abgeordneter der Unionsfraktion im Bundestag selber mitgewirkt hat. Ja, eine solche Konstellation könnte entstehen, aber dann gibt es auch die Selbstablehnung wegen Befangenheit. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass je nach Konstellation und je nach der Rolle, die er vorher im politischen System im Bundestag innehatte, dass er dann auch so klug ist zu sagen, in der Entscheidung muss ich mich wegen Befangenheit, in diesem Verfahren muss ich mich wegen Befangenheit selbst ablehnen. Das wäre ganz klug. Aber es gibt auch viele Fälle, wo er im Bundestag zwar sozusagen dabei war, aber letztlich doch gar keinen Einfluss auf ein Gesetz gehabt hat. Da wäre ich also dann nicht so, dass ich sage, das ist ein Befangenheitsgrund. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. In jedem Fall hat Stefan Habert einen starken Vorgänger im Amt des Präsidenten und natürlich auch Vorsitzenden des Zweiten Senats. Andreas Voskuhle wird nachgesagt, er sei ein guter Moderator gewesen, jemand, der gerade im Zweiten Senat, der zuvor oft tief zerstritten war, ein konstruktives Diskussionsklima geschaffen habe. Wie ist ihm das aus Ihrer Sicht gelungen? Führen, ohne gleichzeitig zu dominieren, denn auch der Präsident ist ja im Grunde genommen nur Primus inter pares. So ist es, aber ich kann es schlecht sagen, es trinkt aus den dicht verschlossenen Türen der Beratungszimmer in Karlsruhe, trinkt ja nicht so viel nach außen, aber was man dann trotzdem manchmal hinter vorgehaltener Hand hört, ist, dass er tatsächlich wegen seiner kommunikativen und moderierenden Fähigkeiten in der Lage war, da auch zerstrittene Positionen zusammenzuführen und somit überhaupt zu einer Entscheidung zu kommen. Also ich glaube, das ist schon eine besondere Tugend, die da gefragt wird, denn die Richterpersönlichkeiten, das sind schon alles markige Charaktere und da bedarf es schon einer weisen und klugen Führung, um da auch zu entsprechenden Entscheidungen zu kommen. Und Voskuhles Stimme hatte ja enormes Gewicht angesichts der Vielzahl von gesellschaftspolitisch, aber auch staatsrechtlich relevanter Urteile, die in den vergangenen 10 Jahren in Karlsruhe gefallen sind. Auch vor dem Hintergrund, dass sich kein politischer Entscheidungsträger diesen Richtersprüchen aus Karlsruhe entziehen kann. Glauben Sie, dass das Bundesverfassungsgericht unter Andreas Voskuhle sogar an Gewicht gewonnen hat? Ja, ich denke schon. Also das Bundesverfassungsgericht ist doch auch in der öffentlichen Wahrnehmung, erstens genießt es sehr hohes Ansehen, eine sehr hohe Zustimmungsrate. Und ich glaube, auch in der Öffentlichkeit ist es durch Andreas Voskuhle bekannt, ins Bewusstsein gerückt und vielleicht doch noch stärker als unter dem Vorgänger Papier. Also ich denke, dass Voskuhle da tatsächlich eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und das Bundesverfassungsgericht dahin gerückt hat, wo es hingehört, nämlich schon auch ins Bewusstsein der Gesellschaft. Und wenn Sie gut hingeschaut haben, liebe Zuschauer, dann haben Sie vielleicht im Hintergrund hinter Professor Kempen das Bild gesehen. Also Andreas Voskuhle, Stefan Habert und die beiden Richterinnen Astrid Weil-Rabenstein und Doris König haben nun also in diesen Sekunden Platz genommen. Und die Teilnehmer stehen auf zur Begrüßung des Bundespräsidenten, der in diesem Moment den Langhansaal betritt und nun eine erste kleine Ansprache halten wird. Sehr geehrte Frau König, sehr geehrte Frau Weil-Rabenstein, sehr geehrte Frau Voskuhle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen Ihnen allen. Sie wissen, wir mussten den Termin etwas hinauszögern, weil die Politik sich mit der Nachbesetzung der verschiedenen Positionen etwas mehr Zeit gelassen hat als üblich. Ich denke, lieber Herr Masing, wo ist er? Da. Ihnen wäre es auch ganz recht gewesen, wenn die Nachfolge für Sie bis heute hätte geklärt werden können. Das ist nicht der Fall, aber auch wenn Sie bis auf Weiteres im Amt bleiben, braucht man, glaube ich, keine prophetische Gabe, um festzustellen, wir werden uns bald wiedersehen. Richterwechsel am Bundesverfassungsgericht sind besondere Termine im Verfassungsleben unseres Staates und sie sind es natürlich vor allem dann, wenn ein Präsident verabschiedet, sein Nachfolger ernannt wird und auch eine neue Vizepräsidentin ihr Amt antritt. Unser heutiges Zusammentreffen ist für mich aber auch Gelegenheit, um deutlich zu machen, unser Rechtsstaat funktioniert. Wir leben nicht, auch jetzt in Corona-Zeiten nicht, wie der ein oder andere meint, in einem rechtsfreien Raum. Aus aktuellem Anlass erinnere ich daran,
Es sind nicht zuletzt Polizistinnen und Polizisten, die den öffentlichen Raum schützen, die sich Hass und Gewalt mutig entgegenstellen. Übergriffe auf Polizistinnen und Polizisten müssen mit den Mitteln des Rechtsstaates geahndet werden. Gewalt, Vandalismus, schiere Brutalität, wie in Stuttgart am Wochenende gesehen, müssen mit aller Härte des Rechtsstaates verfolgt und bestraft werden. Wer Polizistinnen und Polizisten angreift, wer sie verächtlich macht oder den Eindruck erweckt, sie gehörten entsorgt, dem müssen wir uns entschieden entgegenstellen. Diejenigen, die auf den Straßen und Plätzen Tag für Tag unser friedliches Miteinander schützen und das Gewaltmonopol des Staates verteidigen, alle, die verdienen unseren Respekt und unsere Unterstützung, wenn sie attackiert werden. Wir leben in Corona-Zeiten nicht in einem rechtsfreien und auch nicht in einem grundrechtsfreien Raum. Die Beschränkungen, die es gab und gibt, unterlagen immer unabhängiger gerichtlicher und verfassungsgerichtlicher Kontrolle am Maßstab unserer Grundrechte und rechtsstaatlichen Prinzipien. Das zeigen die ergangenen Gerichtsentscheidungen, auch Ihres Gerichtes, in der Sie Einschränkungen der Freiheitsrechte auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft und die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie auf ein aktuell verhältnismäßiges Maß zurückgeführt haben. Lieber Herr Voskuhle, mit dem heutigen Tag endet für Sie ein bedeutender Abschnitt Ihres beruflichen Lebens. Verfassungsrichter, das ist in Deutschland ein Wahlamt, ausgestattet mit einer der längsten Amtszeiten überhaupt. 12 Jahre, eine so lange Zeit dient dazu, die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts und seiner Richterinnen und Richter zu sichern. Sie gibt den Organwaltern auch Gelegenheit, Rechtsprechungslinien zu entwickeln, Verfassungsfragen über einen längeren Zeitraum auszubuchstabieren, eine ständige Rechtsprechung zu etablieren. 12 Jahre bieten auch Gewähr für Kontinuität, Stabilität und damit Erwartungssicherheit für Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Verfassung und ihre Normen. Von diesen 12 Jahren, lieber Herr Voskuhle, waren Sie 10 Jahre lang Präsident des Gerichts. Das ist nicht trivial, sagen Sie gerne, und das hätte auch hier gepasst. Und es ist auch nicht trivial, diese Zeit, Ihre Zeit im Gericht angemessen und umfassend zu würdigen. Aber vielleicht reichen ein paar kräftige Striche für ein aussagefähiges Porträt. Als Sie in das Amt des Verfassungsrichters gewählt wurden, hatten Sie in der Bundesrepublik wohl nur wenige wirklich auf dem Schirm. In den einschlägigen Fachkreisen, bei Verwaltungsrechtlern, bei Verfassungsrechtlern, waren Sie natürlich kein Unbekannter, und die besser Informierten sahen in Ihnen schon einen aufgehenden Stern am Himmel des Verfassungsrechts. Aber für die Politik waren Sie noch kein ganz eng beschriebenes Blatt. Sie kamen recht jung in dieses Amt, nach einer wissenschaftlichen Blitzkarriere sozusagen. Denn zuvor waren Sie gerade erst zum jüngsten Rektor der Universität Freiburg gewählt worden. Kaum 4 Wochen im Amt ereilte Sie der Ruf nach Karlsruhe. Was zeigt, Jugend ist kein Nachteil, zumal dann, wenn sie sich, wie in Ihrem Fall, mit Exzellenz verbindet. Meine Damen und Herren, ein klares Anforderungsprofil für Bundesverfassungsrichterinnen und Richter, eine Verfassungsrichterpsychologie gar, gibt es bislang nicht und wird es auch nur schwerlich geben können. Aber es bedarf selbstverständlich besonderer sozialer Kompetenzen, wenn man einem aus ganz unterschiedlichen, aber immer starken Persönlichkeiten bestehenden Gremium wie einem Senat oder dem Bundesverfassungsgericht insgesamt vorsteht. Und da, lieber Herr Voskuhle, war schnell über Sie nur Gutes zu hören. Thomas Dahnstedt beschreibt in seinem Buch Verschlusssache Karlsruhe, wie sich die Richter und die wenigen Richterinnen in den 50er und 60er Jahren einander Memos
zu ihren unterschiedlichen Positionen über einen Fall geschrieben und dann mehr oder weniger heimlich auch zugesandt haben. Auch in den Jahrzehnten danach waren offenbar private Zusammenkünfte und Kontakte zwischen den Mitgliedern des Gerichtes eher die Ausnahme. Ich habe mir erzählen lassen, dass sich das in Ihrer Amtszeit, lieber Herr Voskuhle, grundlegend geändert hat. Sie haben den Arbeitsalltag im Gericht neu geprägt. Und wie alle wissen, das gelingt nicht mit Befehl und Zwang, sondern allein mit Fingerspitzengefühl und Sensibilität. Beide Kernkompetenzen haben Sie als Gerichtspräsidenten ausgezeichnet. Alle, die Sie in dieser Rolle erlebt haben, rühmen Ihre soziale Ader und Ihre Integrationskraft. Senat und Gericht haben, so glaube ich, davon in hohem Maße profitiert. Es ist vielleicht heute nicht mehr ganz so ungewöhnlich, wie es noch vor 10 oder 15 Jahren gewesen wäre, aber es ist doch bemerkenswert, wenn sich, wie ich höre, alle Richterinnen und Richter untereinander duzen, zumal dann, wenn dieses über politische und verfassungspolitische Positionen hinweg erfolgt. Dass Richterinnen und Richter gemeinsam einen Skiurlaub gemacht haben, so wurde mir gesagt, hat den Teamgeist gestärkt. Ob das für gemeinsame Kochabende, die es auch gegeben hat, in gleicher Weise gilt, wage ich zu bezweifeln. Zwischen den Rezeptgläubigen und den Kreativen klaffen da ja bekanntlich Welten. Dennoch, solche Aktivitäten schaffen eine Atmosphäre des gegenseitigen Verständnisses, selbst dann, wenn man tags drauf wieder über rechtliche und verfassungsrechtliche Bewertungen anhängiger Streitfälle diskutiert. Lieber Voskuhle, Insider berichten, Sie sagten von sich selbst, repräsentieren läge Ihnen nicht so sehr. Ein wirklich schönes Understatement. Denn, lieber Herr Voskuhle, Sie haben das Bundesverfassungsgericht exzellent nach außen vertreten. Der Präsident ist das Gesicht des Bundesverfassungsgerichtes und Ihr Gesicht machte die Institution im Staat sichtbar. Und es ist im Zweifel der Präsident, der die Rolle des Bundesverfassungsgerichts erläutert und sich auch der Kritik von Entscheidungen öffentlich stellen muss. Denn auch das Gericht ist gegen Kritik nicht gefeit. Wem sage ich das? Am Ende Ihrer Amtszeit steht die Entscheidung des Zweiten Senats zum Staatsanleihekaufprogramm der EZB. Die Entscheidung hat im politischen Raum keine ungeteilte Zustimmung erfahren und die öffentliche Diskussion dazu hält an. Es ist heute nicht die Stunde, einen Diskurs über diese Entscheidung zu führen, aber wir werden angesichts der fortdauernden Debatten sehen, was daraus in Zukunft wird. Ich hoffe auf Kooperation statt Konfrontation der Institutionen. Mit meinem Hinweis auf die Senatsentscheidung zur EZB wird schon deutlich, Herr Voskuhle, dass Sie als Präsident im verfassungsgerichtlichen Verfahren primus inter pares sind. Und so haben Sie, lieber Herr Voskuhle, wie alle Ihre Kolleginnen und Kollegen auch, ganz selbstverständlich zahlreiche Verfahren als Berichterstatter betreut. 2205 waren es insgesamt, davon 2130 Verfassungsbeschwerden. Verfassungsbeschwerden sind das Hauptgeschäft, vielleicht auch manchmal das Mühsal des Verfassungsgerichtsalltags. Sie haben oft nicht die Öffentlichkeitswirksamkeit wie die großen staatsorganisationsrechtlichen Verfahren, in denen der Zweite Senat entscheidet, die durch mündliche Verhandlungen meistens oder jedenfalls häufig medien- und öffentlichkeitswirksam sind. Eine kleine Anzahl von Verfahren möchte ich hier nennen, von denen ich vermute, dass sie Ihnen besonders wichtig waren. All die Prozesse, in denen es um die europäische Integration ging. Vom Lissabon-Vertrag über das Verfahren zum europäischen Stabilitätsmechanismus und ESM bis zum genannten Urteil über das Anleihekaufprogramm der EZB. Wichtig waren Ihnen auch die Verfahren zum Beamtenrecht, zuletzt die Entscheidung über das Beamtenstreikverbot. In diesen Entscheidungen kommt, so mein Eindruck, Ihre Grundhaltung zum Ausdruck, den Staat funktionsfähig zu wissen,
und Staatlichkeit im Verfassungsstaat des 21. Jahrhunderts unter Bedingungen gesellschaftlichen Wandels erkennbar zu halten und zu definieren. In diese Reihe und zu dieser Grundhaltung passen auch die Urteile zu Fragen des demokratischen Verfahrens im Bundestag und zu den parlamentarischen Oppositionsrechten. Und zuletzt erwähne ich das Plenarverfahren zum Luftsicherheitsgesetz. Sie sollen gesagt haben, lieber Herr Voskuhle, ich zitiere, wer einmal ein Plenum in seiner Amtszeit mitgemacht hat, hat eher wenig Lust auf ein weiteres. Ich stelle fest, Ihr Aufstöhnen ist offensichtlich gehört worden. Dass demokratisch-rechtsstaatliche Institutionen und Verfahren für Bürgerinnen und Bürger erkennbar und wahrnehmbar sind, vor allem, dass sie so sehr Wert auf Verständlichkeit staatlicher Entscheidungen legen, entspricht zutiefst ihrer Überzeugung. Eine Überzeugung, die vielleicht auch ein wenig von ihrer ostwestfälisch-lippischen Herkunft geprägt ist, die uns beide verbindet. Geboren in einer Region, in der die Menschen nüchtern sind und ihre Sprache lakonisch und direkt, aufgewachsen in Detmold, einer mittelgroßen Stadt, die maßgeblich durch viele Stellen staatlicher Verwaltung geprägt ist, lernten sie schon früh, wie sehr Akzeptanz und Vertrauen von Sichtbarkeit und Nachvollziehbarkeit staatlicher Entscheidungen abhängt. Und diese Überzeugung haben sie bis heute und haben diese Überzeugung, wie ich finde, auch auf die Verantwortung als Präsident des Verfassungsgerichtes übertragen. Öffentlichkeitsarbeit und Sichtbarkeit des Verfassungsgerichts haben Ihnen auch hier besonders am Herzen gelegen und Sie haben erfolgreich viel Kraft und Zeit investiert, um Karlsruhe in der Republik sichtbar zu machen. Die Sichtbarkeit des Bundesverfassungsgerichtes hatte in Ihrer Amtszeit wortwörtlich eine besondere Bedeutung. Das Bundesverfassungsgericht musste an einen Ersatzstandort ausweichen, weil das Gebäude im Schlossbezirk umfänglich modernisiert und renoviert werden musste. Dieses Bauvorhaben machten sie zur Chefsache und die Instandsetzung wurde in vergleichsweise kurzer Zeit, und das muss man heutzutage ja betonen, exakt zum geplanten Zeitpunkt ohne Verzögerungen verwirklicht. Sie sollten sich überlegen, Workshops zum termingerechten Bauen für andere Teile der öffentlichen Verwaltung anzubieten. Ich hätte da eine ganze Reihe von Beispielen, wo Beratungsbedarf herrscht. Ihr dienstliches Engagement traf sich hier mit Ihrer privaten Vorliebe für Architektur und Kunst. Und ich finde, das Projekt ist hervorragend gelungen, wie man heute in Karlsruhe besichtigen kann, auch wenn Gerhard Richter nicht, wie von Ihnen erhofft, ein großes Gemälde für das Bundesverfassungsgericht schaffen durfte. Das Bild von Andreas Voskuhle wäre natürlich unvollständig, wenn man nicht auch die Themen erwähnen würde, denen Sie sich publizistisch sowohl als Verfassungsgerichtspräsident wie auch als Wissenschaftler gewidmet haben. Drei möchte ich hervorheben. An erster Stelle, und das verwundert nicht, stand der direkte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern, um den Menschen unserem Staat seine Verfassungsmechanik, Rechtsstaatlichkeit, demokratische Ordnung, das Gericht und seine Rechtsprechung zu erklären. Es war wirklich eine Premiere 2019 und wahrscheinlich eine besondere Herausforderung, sich zum Jubiläum des Grundgesetzes im Fernsehen unmittelbar den Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu stellen. Aber Herausforderungen, das weiß ich, haben Sie nie gescheut, lieber Herr Voskuhle. Ich bin Ihnen persönlich sehr dankbar, dass Sie darüber hinaus im letzten Jahr an der großen Kaffeetafel im Garten hinter mir zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes nicht nur teilgenommen haben, sondern auch dort den 220 Gästen aus allen Teilen der Republik Rede und Antwort gestanden haben und in ihren Schlussworten die Bedeutung der Verfassung für die gelebte Demokratie hervorgehoben haben, ohne die Bürger aus ihrer Verantwortung dabei zu entlassen. Sie haben die Verfassung als Raum von Möglichkeiten beschrieben, die ihren Wert erst durch Inanspruchnahme und Beteiligung erhalten. Ein zweites Thema lag Ihnen am Herzen
der Verbund von Verfassungsgerichten, die Kommunikation, der Gedankenaustausch, die Kooperation auch mit überstaatlichen Gerichten, namentlich dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, dem Gerichtshof der Europäischen Union und daneben natürlich und wahrscheinlich umfangreicher noch der Austausch mit den Verfassungsgerichten in anderen Staaten der Welt. Ihre Amtszeit ist gekennzeichnet durch eine verfassungsgerichtliche Außenpolitik, durch viele Treffen mit Verfassungsrichterkolleginnen und Kollegen aus anderen Staaten, nicht immer einfach und gerade mit Blick auf Entwicklungen in Teilen Europas auch enttäuschend, enttäuschend auch für Sie, wie ich aus unseren gemeinsamen Gesprächen weiß. Und drittens, Sie machten deutlich, dass unsere Verfassung und Gesellschaftsordnung eine der liberalen Mitte ist. Die Verfassung der Mitte, so auch der programmatische Titel einer Ihrer Publikationen, ist auf ein Miteinander, auf Kompromiss und vor allen Dingen auf Problemlösung angelegt. Die Verfassung der Mitte betont das Gemeinsame und den Zusammenhalt, nicht das Trennende und die gesellschaftliche Spaltung. Lieber Herr Voskuhle, Sie haben immer wieder durch zu Recht viel beachtete Beiträge, die auch für mich immer wieder Anregung waren, in den Diskurs um den Weg unserer Gesellschaft in Deutschland und Europa eingegriffen. Die gemeinsame Grundlinie dieser Beiträge ist der Wunsch nach Versöhnung, Ausgleich und Integration, ohne allerdings auf die intellektuelle Schärfe des eigenen Arguments zu verzichten oder gar der Neigung nachzugeben, Dinge unter den Teppich zu kehren. Gesprächsbereitschaft und Neugier auf das andere Argument, dieser Wesenszug, ist nicht nur für ihr richterliches und akademisches Wirken charakteristisch, er ist es auch im unmittelbaren Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, mit ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen oder ganz einfach mit Menschen in ihrem Umfeld. Lieber Herr Voskuhle, wer Sie fern der Repräsentationsaufgaben oder ganz privat trifft, erlebt den Menschen Voskuhle ohne die Gravitas des Karlsruher Amtes ganz einfach verbindlich, humorvoll, wie ich finde, zugänglich. Auch da sind Sie ein Brückenbauer, der Distanz zu überwinden weiß, Hierarchien ignorieren und wo Sie bestehen, Gräben zuschütten kann. Und so wird gerühmt, dass Sie ein in allen Dingen präsenter Präsident gewesen seien, der im Gericht für alle ein offenes Ohr hatte. Für Ihre Kolleginnen und Kollegen, die Justizbediensteten des Gerichts, aber auch die Bundespolizisten und Bundespolizistinnen an der Wache. Bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Dezernat sind Sie ein hochgeschätzter Chef, mit dem man nicht nur über Staatsrecht spricht, sondern auch über Kunst, Musik und alte und neue Filme, eines Ihrer Lieblingshobbys. Sie gehören auch zu den Pionieren der Frauenförderung und Familienfreundlichkeit im Bundesverfassungsgericht. Ich hoffe, das hat man mir richtig berichtet, aber vielleicht spricht dafür auch die Tatsache, dass Ihr Dezernat, wie ich höre, das mit den meisten Kindern im Bundesverfassungsgericht sein soll. Lieber Herr Voskuhle, eine lange Amtszeit geht zu Ende. Manche fühlen sich nach einer so langen Zeit leer und vielleicht auch etwas orientierungslos. Das müssen wir bei Ihnen nicht befürchten. Bei Ihnen bin ich sicher, es gibt wissenschaftlich viele Themen, die Sie anpacken wollen und anpacken werden. Und gewiss wird es Sie freuen, öfter zu Hause zu sein in Freiburg, in Ihrem Ferienhaus, wie Sie Ihr Domizil angesichts der vielen dienstlich bedingten Abwesenheiten immer wieder genannt haben. Und ich denke, auch Sie, liebe Frau Voskuhle, werden froh sein, Ihren Mann wieder häufiger zu sehen. Das verlangt auch Eingewöhnung und Umgewöhnung, wie wir wissen, aber vor allzu großer Daueranwesenheit am nunmehr ersten Wohnsitz in Freiburg müssen Sie sich nicht allzu sehr fürchten. Denn, lieber Herr Voskuhle, Ihre Äußerung, sich mit öffentlichen Beiträgen in der näheren Zukunft zurückzuhalten, wollen wir nicht gar so ernst nehmen. Ich möchte jedenfalls auf Ihre Einmischungen nicht verzichten und erwarte, wie viele andere, nicht nur hier im Raum, sondern weit darüber hinaus von Ihnen noch viele wegweisende Debattenbeiträge und gar nicht nur in der Staatsrechtswissenschaft, sondern auch in gesellschaftspolitischen Fragen. Und dass Sie, das ist, glaube ich, schon entschieden,
den Vorsitz bei Gegen Vergessen und für Demokratie e.V. übernehmen, ist er vielleicht auch ein erster Hinweis darauf, und ich bin Ihnen persönlich dafür sehr dankbar. Selbst wenn Sie weiter sehr aktiv und viel unterwegs sein werden, Sie werden mehr Zeit mit Ihrer Frau verbringen können, mit Kochen, mit Wandern, mit Tennis und auch mit dem Besuch der neuen cineastischen Ereignisse, wenn denn die Kinos bald mal wieder öffnen, das sehe ich ebenso herbei wie Sie. Und Sie werden die Zeit finden, wieder aus Romanen mehr zu lernen als aus Sachbüchern, so haben Sie es selbst mal, wie ich finde, in wunderbarer Weise formuliert. Lieber Herr Voskuhle, als sichtbare Anerkennung Ihrer Verdienste für unseren Staat darf ich Ihnen gleich nach Überreichung der Entlassungsurkunde das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verleihen. Und dazu darf ich Sie zunächst nach vorne bitten. Ich verlese zunächst die Urkunde, die das hässliche Wort Entlassungsurkunde trägt. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Professor Dr. Dresa C. Andreas Voskuhle, tritt nach Ablauf seiner Amtszeit am 22. Juni 2020 in den Ruhestand. Für die dem deutschen Volke geleisteten treuen Dienste spreche ich ihm Dank und Anerkennung aus. Berlin, den 22. Juni, der Bundespräsident, Unterschrift. Das dürfen Sie sich jetzt nehmen. Ich soll noch. Die angekündigte Ordensverleihung. Ich verlese Ihnen die Urkunde, Verleihungsurkunde. In Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Professor Dr. Dresa C. Andreas Voskuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes AD Karlsruhe, das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, den 22. Juni 2020, der Bundespräsident. Unterschrift. Herzlichen Glückwunsch, Herr Voskuhle. Lieber Herr Habert, der Bundesrat hat Sie am 15. Mai 2020 zum Nachfolger von Herrn Voskuhle und damit zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes bestimmt. Dazu darf ich Ihnen von Herzen gratulieren. Sie sind gut auf dieses Amt vorbereitet mit Ihren Erfahrungen als Anwalt, Politiker und Ihren wissenschaftlichen Aktivitäten an der Universität Heidelberg. Da Sie bereits ein Jahr Vizepräsident des Gerichtes sind, wissen Sie, lieber Herr Habert, was auf Sie ab heute zukommt. Für Ihr neues Amt wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ich darf Sie nun zur Ernennung nach vorne bitten. Ich verlese die Ernennungsurkunde. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich den Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Professor Dr. Stefan Habert, zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes als Mitglied des Ersten Senates. Berlin, den 22. Juni 2020, der Bundespräsident, die Unterschrift. Bitte schön.
Aber wir können das Bundesverfassungsgericht auch nicht ohne Vizepräsident lassen. Frau König, darf ich Sie nach vorne bitten? Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl zur Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichtes. Die Politik hat sich ein wenig Zeit damit gelassen. Mit Vakanzen in Karlsruhe scheint es ja zu sein wie mit Weihnachten. Sie kommen immer so überraschend. Mit Ihnen ist erstmals seit der Amtszeit, das wusste ich auch nicht, von Jutta Limbach, wieder eine Frau Vizepräsidentin des Gerichts. Es wurde auch Zeit, hat der eine oder andere gesagt. Und auch Sie, liebe Frau König, sind gut für das neue Amt gerüstet, kennen die Aufgaben, die zukünftig neben Ihrem richterlichen Alltag auf Erledigung warten. Sie sind bereits seit 2014 Richterin des Bundesverfassungsgerichtes. Zuvor hatten Sie mit einem Masterstudium internationale Erfahrungen gesammelt, waren 3 Jahre Richterin am Landgericht in Hamburg, bevor Sie in die Wissenschaft wechselten. Und Sie waren auch schon einmal Präsidentin. Präsidentin nämlich der Bucerius Law School von 2012 bis zu Ihrer Wahl in das Bundesverfassungsgericht. Alles Gute, liebe Frau König, für Ihr Amt als Vizepräsidentin. Und ich verlese Ihnen, und ich finde auch die Urkunde. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich die Richterin des Bundesverfassungsgerichtes, Professorin Dr. Doris König, zur Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichtes als Mitglied des Zweiten Senates. Berlin, den 22. Juni 2020, der Bundespräsident und die Unterschrift. Bitte schön. Liebe Frau von Rabenstein, nun ist es endlich soweit. Der Bundesrat hat Sie bereits am 15. Mai zur Richterin des Bundesverfassungsgerichts als Nachfolgerin von Herrn Voskuhle gewählt. Dazu gratuliere ich Ihnen von ganzem Herzen. Heute beginnt für Sie ein sehr neuer beruflicher Lebensabschnitt. Jetzt gehören Sie dem Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichtes an. Auch Sie sind für Ihr neues Amt bestens gerüstet. Ich denke, ich darf das sagen, und für die meisten hier ist es ohnehin kein Geheimnis. Wir beide kommen aus demselben akademischen Stall. Beide durften wir allerdings zu unterschiedlichen Zeiten, ich glaube 10 Jahre lagen bestimmt dazwischen, beide durften wir für einen akademischen Lehrer arbeiten, der dann später Ihr aller Kollege im ersten Senat war, Bruno Dobride. An seiner Professur für öffentliches Recht und Wissenschaft von der Politik an der Universität Gießen waren Sie nach dem Studium in Münster und wo sonst, Herr Voskuhle, natürlich Freiburg. Danach waren Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in Gießen. 1999 hatten Sie dort zu dem Thema das Verfassungsrecht der Staatsangehörigkeit promoviert. 2008 habilitierten Sie dort mit der Arbeit Versicherung im Sozialstaat. Dieses Thema war sicher auch inspiriert durch Ihre anwaltliche Tätigkeit von 2001 bis 2008, in der Sie auch den Bund der Versicherten vor dem Bundesverfassungsgericht vertraten. Seit 2010 haben Sie eine Professur für öffentliches Recht mit Schwerpunkt Sozialrecht an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. In Bezug zur Praxis haben Sie neben Ihrer akademischen Tätigkeit nicht vernachlässigt. So waren Sie Mitglied im Sozialbeirat der Bundesregierung und sind seit 2013 Richterin am Hessischen Landessozialgericht. Auch das Bundesverfassungsgericht, ich erwähnte es, kennen Sie, wenn auch von der anderen Seite des Richtertisches. Ich bin überzeugt, dass Ihr Sachverstand und Ihre richterliche Erfahrung eine große Bereicherung für das Gericht sein werden. Und am Ende nicht nur das, der eine oder andere hat mitgezählt und wird festgestellt haben, mit Ihrer Wahl, liebe Frau Wall-Rabenstein, ist erstmals die Zahl der Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht ausgeglichen. Ich darf Sie nach vorne bitten und Herrn Habert bitte auch. Ich verlese die Urkunde. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich die Universitätsprofessorin Dr. Astrid Wall-Rabenstein unter Berufung in das Richterverhältnis zur Richterin
des Bundesverfassungsgerichtes als Mitglied des Zweiten Senates. Berlin, den 22. Juni 2020, der Bundespräsident die Unterschrift. Herzlichen Glückwunsch. Das geht natürlich nicht ohne die Eidesformel, die Frau Wall-Rabenstein jetzt selbstständig spricht. Vielen Dank. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Viel Erfolg in dem neuen Amt. Ihnen beiden herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute endet hier unsere Zeremonie. Der Pandemie ist es geschuldet, dass es nicht das übliche Klassenfoto, das Sie aus vergleichbaren Veranstaltungen der Vergangenheit kennen, gibt. Die Abstände könnten wir nicht einhalten. Auch der übliche Empfang ist ein Opfer der Seuche geworden, aber ich sage immerhin, wir haben uns gesehen, sind uns von Angesicht zu Angesicht begegnet. Ich wünsche Ihnen von Herzen, bleiben Sie gesund, kommen Sie alle gut nach Hause. Und ich hätte jetzt hinzugefügt, wenn wir uns im Oktober in Karlsruhe wiedersehen, dann hoffentlich unter den Bedingungen, dass größere Nähe möglich ist und das ein oder andere Gläschen wir dann noch gemeinsam miteinander trinken können auf das Ereignis von heute. Ich weiß nicht, ob es im Oktober soweit sein wird, Herr Habert, wir halten Kontakt und werden uns gegenseitig auf dem Laufenden halten. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank.